Meine Damen und Herren, ich möchte heute zu einem Thema zu Ihnen sprechen, das uns alle besorgt, halt zur Corona-Krise. Ich bin dem Wirtschaftsbeirat Bayern dankbar, dass ich seine Einrichtungen dafür nutzen kann. Ich spreche aber nicht für diesen Wirtschaftsbeirat. Heute ist der 18. März 2020. Was ich sage, ist vielleicht in wenigen Tagen schon nicht mehr relevant. Die Worte veralten im Munde in dieser Zeit. Das sind meine Themen. Die Corona-Attacke, die wirtschaftlichen Auswirkungen. Und hier schaue ich zunächst zurück auf die Wirtschaft vor der Krise. Die Politik des leichten Geldes wird dann behandelt und der Crash, der nun stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Und dann komme ich zu meinen ökonomischen Schlussfolgerungen, ohne freilich die Hauptsache vergessen zu wollen, den Kampf gegen die Krise an sich. Fangen wir also an mit dem Geschehen. Die Corona-Attacke wird zurückgeführt auf die Beobachtung von Erkrankungen in Wuhan, in der Provinz Hubei in China, am 26. Dezember von einem Dr. Zhang, der nun leider inzwischen auch verstorben ist. Er hat die ersten Krankheitsfälle hier beobachtet und wurde erst nicht ernst genommen, wie das so ist, wenn Wissenschaftler warnen, und anschließend hat man aber dann doch den Ernst der Lage erkannt, auch offiziell, und hat dagegen eine beispiellose Aktion begonnen und auch realisiert in China. Wir stehen nach meiner Meinung, obwohl einige dieses Wort für übertrieben halten, in einem Krieg gegen das Virus. China könnte eine Schlacht gewonnen haben, obwohl man sich nicht darüber klar ist, wirklich, wie verlässlich die Zahlen sind. Die Infektionszahlen, die weltweit gezählt werden, zeigen am aktuellen Rand knapp 200.000 Infizierte. Sie sehen, es gibt zwei Phasen. Einmal die China-Phase. Und dann die Phase der Ansteckung der Welt, die wir nun als Pandemie bezeichnen, weil praktisch alle Länder der Welt betroffen sind. Hier ist eine Weltkarte. Die Größe der Kreise zeigt Ihnen, wo besonders viele Ansteckungen gemessen wurden. Und in den Kreisen finden Sie einen türkisfarbenen Bereich, das sind die Genesenen, und in dem türkisfarbenen Bereich auch schwarze Punkte, das sind die leider Verstorbenen. Wenn wir mal hier hinschauen, das ist Wuhan, danach wäre also die Krise weitgehend überwunden, ob es stimmt, wie gesagt, wissen wir nicht. Und dann haben wir halt hier Europa mit Italien im Zentrum. Und links im Bild in den USA haben wir nur wenige Punkte, die man überhaupt sieht. Das heißt aber nicht, dass dort keine Fälle sind, sondern die Amerikaner scheinen auch gar nicht zu messen. Hier ist eine Übersicht, Stand 17. März 2020, über die Todesfälle, die Gesundeten und auch die bestätigten Infektionen rechts. Die bestätigten Infektionen sind, wie gesagt, keine verlässliche Information, denn hier sieht man im Wesentlichen nur, was gemessen wurde. Und wenn man nicht misst, kommt man auch nicht zu Bestätigungen. Aber die Todesfälle dürften schon relevanter sein. China meldet bis heute 3.230 Todesfälle. Und direkt danach folgt Italien mit 2.158. Wenn es stimmt, dass in China die Todeszahlen nicht mehr zunehmen, dann ist davon auszugehen, dass in Kürze die italienischen Zahlen über den chinesischen liegen. Denn dieses Ansteckungsgebaren hat eine unglaubliche exponentielle Dynamik. Wenn man nichts tut, dann
verdreifacht sich die Zahl der Infizierten alle 10 Tage. Oder die Verdoppelungszeit ist 6,2 Tage. Hier sehen wir also, dass diese beiden Länder stark betroffen sind. Wir sehen aber auch, dass der Iran und Spanien sehr hohe Todeszahlen hat. Und Frankreich steht hier mit 148 auch schon erheblich. Japan nur mit 29, obwohl sie doch näher am Geschehen sind. Deutschland 23. Das ist aber der Stand gestern. Und soweit ich sehe, sind heute schon wieder 3 dazugekommen. Interessant ist der Vergleich mit den USA, da sind es 92. Das heißt, es sind 4-mal so viele Tote wie in Deutschland. Und das Land ist ja auch 4-mal so groß, also das passt einigermaßen zusammen. In den USA erwacht jetzt so allmählich das Bewusstsein der Krise, etwas, was in Deutschland schon früher passiert ist und in Italien noch früher. Das sind zeitlich versetzte Ansteckungsszenarien, die wir hier haben. Und beachten Sie hier nur mal diese 7 Toten in Kreuzfahrtschiffen. Sie haben die schrecklichen Bilder aus dem Fernsehen noch in Erinnerung, wo also die Leute eingesperrt waren in Quarantäne und nicht raus konnten. Wie kommt es, dass Italien so stark betroffen ist? Und dass dort das Hauptgeschehen eigentlich stattfand in Europa, bevor auch es in den anderen Ländern zu sehen war. Das hat wahrscheinlich zu tun mit den China-Kontakten. Hier sehen Sie die bestätigten Fälle nach Provinzen im Februar, etwa Mitte Februar 2020. Sie sehen, dass sich das doch im Wesentlichen auf Norditalien konzentriert. Und das sind Gebiete, die viel Kontakt haben. Einmal über den Tourismus. Die Chinesen lieben Italien und besuchen die alten Städte dort. Dann hat Italien ja ein Wirtschaftsabkommen mit China besonderer Art geschlossen, schon vor einem Jahr, welches besonders viele Wirtschaftskontakte auch auf kommerzieller Ebene impliziert. Und dann, nicht zu vergessen, gibt es sehr viele Chinesen, die in Italien arbeiten. Das ging ja los mit der italienischen Textilindustrie in Prato bei Florenz, wo eben chinesische Textilarbeiter hereingeholt wurden, die dort die Arbeit machen, für die Italiener inzwischen zu teuer geworden waren. Und leider sind viele auch schwarz. Nach einer Information der Deutschen Welle gibt es 300.000 chinesische Arbeiter in Italien. Hier sehen Sie die Verteilung der chinesischen Bevölkerung in Italien. Wenn es röter ist, sind da entsprechend mehr Personen und Sie sehen eine gewisse Beziehung, sagen wir mal, zwischen der linken Grafik und der rechten Grafik, was zumindest den Verdacht aufkommen lässt, dass auch hier ein wichtiger Ansteckungskanal war, neben dem Tourismus. Ich weiß aber nicht, was im Januar viel an Tourismus war. Im Januar, am 26. Januar, war das chinesische Neujahrsfest und viele Gastarbeiter sind nach China geflogen, um ihre Familien zu sehen und sind dann zurückgekommen. Und da fing dann ja auch im Februar anschließend diese Welle der Infektionen in Italien an. Aber wie gesagt, das ist noch nicht das letzte Wort. Welcher Kanal hier von den dreien der wichtigste war, weiß man nicht. Wie gefährlich ist dieses neue Coronavirus? Man nennt es ja SARS, Coronavirus 2, weil es SARS schon mal 2003 als Ansteckung gab in Asien, die man aber hat tottreten können.
Nun, hier ist eine Information über die Verlaufswahrscheinlichkeiten. In 80,9% der Fälle kann mit einem milden Verlauf gerechnet werden, der einer Grippe entspricht. Ein schwerer Verlauf, der einen Krankenhausaufenthalt notwendig macht, hat man bei etwa 14% der Fälle. Und ein kritischer Verlauf, wo man auf die Intensivstation muss, bei knapp 5% der Fälle. Und das sind die relevanten Fälle, um die es hier geht. Denn wenn da keine Beatmung möglich ist und keine Betreuung auf Intensivstationen, dann geht wohl auch die Letalitätsrate, also die Sterblichkeitsrate, ungefähr in diese Richtung 5%. Das jedenfalls hat man in Wuhan gesehen, in der Anfangsphase, als noch gar keine Krankenhauskapazität hinreichend zur Verfügung stand. Und später, als man das dann aufgebaut hat, ging die Letalitätsrate auf etwa 0,6, 0,5% runter. Es hängt also alles davon ab, was mit diesen 4,7%, die einen kritischen Verlauf haben, geschieht. Werden sie sich selbst überlassen oder hat man intensivmedizinische Möglichkeiten, sie zu betreuen? Und dann kann diese Zahl auf ein Zehntel dessen, was da steht, als Letalitätsrate reduziert werden. War diese Corona-Epidemie eigentlich ein Ereignis, das man für unmöglich halten konnte? Viele haben ja den Eindruck, dass man sich nicht hat vorbereiten können. Aber ganz so ist es nicht. Es gibt eine Mitteilung und eine Befassung damit durch den Deutschen Bundestag im Jahre 2012. Dort ist eine große Pandemiestudie angehängt worden an diesen Bundestagsbericht zum Thema SARS, eine Modifikation des SARS-Virus. Und es wird dazu gesagt, das ist nicht sehr wahrscheinlich, es ist nur bedingt wahrscheinlich und das war es dann auch. Aber wenn Sie die Studie lesen, die gibt es ja im Internet, das ist schon sehr interessant, was man da so alles liest. Das hypothetische SARS-Virus ist mit dem natürlichen SARS-Coronavirus, das 2003 auftauchte, in fast allen Eigenschaften identisch. Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Übertragung des Virus auf einen Menschen bis zu den ersten Symptomen der Erkrankung, beträgt meist 3 bis 5 Tage, kann sich aber in einem Zeitraum von 2 bis 14 Tagen bewegen. Fast alle Infizierten erkranken auch. Die Symptome sind Fieber und trockener Husten. Die Mehrzahl der Patienten hat Atemnot. Die Dauer der Erkrankung unterscheidet sich ebenfalls in Abhängigkeit vom Alter der Patienten. Jüngere Patienten haben die Infektion oft schon nach einer Woche überwunden, während schwer erkrankte ältere Patienten rund 3 Wochen im Krankenhaus versorgt werden müssen. Auch Behandlungsbedarf von bis zu 60 Tagen wurde für das SARS-Coronavirus beschrieben. Das liest sich so, als wäre es gerade formuliert worden, heute angesichts der Corona-Krise. Aber wie gesagt, es ist ein offizielles Dokument des Deutschen Bundestages aus dem Jahre 2012. Da wird man davon ausgehen können, dass die Politik das auch kannte und auch deswegen ihre Notfallpläne gemacht hat. Kann man ein solches Virus eliminieren? Die Chinesen behaupten, sie haben es geschafft. Hier gibt es eine Statistik, die den Verlauf in China zeigt. Wir haben links das Jahr 2019 und ab dem senkrechten Strich da in der Mitte rechts das Jahr 2020. Dann sind die einzelnen Tage da. Da ist die Beobachtung Ende Dezember von dem Dr. Zhang, von dem schon die Rede war. Und dann gehen die Fallzahlen doch ziemlich deutlich hoch. Und sie gehen hoch bis zum Ende Januar, 26. Januar, um den Dreh herum, ist nämlich das Neujahrsfest. Nun gingen sie nicht wegen des Neujahrsfestes hoch, das kann man wohl nicht sagen, aber das Neujahrsfest ist hier offenbar eine Wende. Sie sehen hier zwei Haufen, praktisch, die durch diese Balken dargestellt werden. Der linke Haufen ist die erste Infektion, die ersten Symptome, nicht die Infektion, das kommt ja ein bisschen später, die ersten Symptome, die die Leute gemeldet haben, die später in den Krankenhäusern waren. Und der rechte Haufen misst die
Zahl der Leute, die sich haben testen lassen, weil sie eben schon krank waren. Und das sind dann bestätigte Infektionen. Sie sehen, die beiden sind versetzt. Man hat die Rechten natürlich erstmal zur Kenntnis genommen. Woher weiß man, wann die erst infiziert wurden? Nun, das haben die berichtet. Und daraus folgt dieser linke Haufen. Zwischen den beiden maximal liegen 10 Tage. So lange dauert es also in der Regel, bis die Leute so weit krank sind, dass sie sich dann auch testen lassen und in den Krankenhäusern auftauchen. Das ist die Situation. Und nun sehen Sie, die Zahl der Symptome und auch die Krankheitsfälle, die dann gemessen wurden, richtig, die sind schon zurückgegangen in China, sagt China. Ich hoffe, das stimmt, was China sagt. Das wissen wir nicht, aber gehen wir mal davon aus, als Arbeitshypothese, der Mensch braucht ja Hoffnung. Und wenn es so ist, dann müssten wir versuchen, auch den chinesischen Weg zum Teil kopieren. Was haben eigentlich die Asiaten gemacht, um dieser Krise zu begegnen? Sie wissen, wenn Sie in Asien sind, laufen die Leute immer mit Mundschutz herum. Da gibt es viele Infektionen, viel mehr, als wir hier in Europa haben. Das liegt auch am Klima und an den Insekten, die stechen und an allen möglichen Effekten, sodass man Erfahrung hat. Nun, die Reaktion der Länder unterscheidet sich ein bisschen. In China hat man also die ganze Stadt Wuhan, das sind immerhin 11 Millionen Leute, unter Quarantäne gestellt und dann noch weitere Städte aus der Provinz Hubei. Hubei hat 60 Millionen Einwohner, ist also ungefähr so groß wie Frankreich oder Italien. Es gab ein Ausgehverbot, die Läden, die Fabriken und die Schulen wurden geschlossen. Leute durften sich überhaupt nicht mehr bewegen und keinen Kontakt haben. Nahrungsmittel hat man natürlich für sie zur Verfügung gestellt. Das war also sehr rabiat und sehr massiv in einer Art und Weise, wie man sich das vielleicht in einer Diktatur vorstellen kann, aber nicht in einer offenen und freien Gesellschaft so leicht. Dann haben die Chinesen aber nicht nur das gemacht. Sie haben die Leute nicht nur in Quarantäne gesteckt, sondern sie haben medizinisches Personal aus ganz China, diesem Riesenreich, da zusammengezogen und vor allem die Beatmungsgeräte, die es gab, und haben sich ganz auf die Krisenregion und die Behandlung dort konzentriert, was tatsächlich dazu geführt hat, dass die Letalitätsraten von 5% auf 0,5, 0,6% reduziert wurden im Laufe der Zeit. Das zeigt, wie wichtig das ist, dass man eine gute medizinische Betreuung hat. Andere Länder sind auch radikal vorgegangen. Hongkong, Singapur, Taiwan und auch Japan haben stets umfangreiche Tests mit Quarantäne für die Betroffenen gemacht. Sie erinnern sich, die Japaner haben das Kreuzfahrtschiff ja gar nicht reingelassen. Sie sind also auch hier immer sofort vorgegangen, nicht? Testen, Infektionsherde feststellen, austreten, und so versuchen zu erreichen, dass das Virus sich gar nicht erst verbreitet. Die Koreaner sind interessant für Deutschland, weil sie nicht so ganz rabiat vorgegangen sind wie die Chinesen, dass sie nun ganze Städte hier abgesperrt haben. Aber sie haben eine zielgenaue Quarantäne für die betroffenen Personen gemacht. Sie haben eine riesige Testmaschinerie entwickelt, haben also sehr viel mehr getestet als andere Länder, anteilig zur Bevölkerung, und haben dann diejenigen, die infiziert waren, vor die Wahl gestellt. Entweder geht ihr in Quarantäne und dürft eure Wohnung nicht mehr verlassen, oder ihr dürft euch in gewissem Umfang bewegen, müsst aber akzeptieren, dass wir mit den modernen Mitteln der Elektronik eure Bewegungen verfolgen. Da ist eine besondere App entwickelt worden, die haben ihr Handy und werden also auf Schritt und Tritt verfolgt, wo sie sind, und ein Computer analysiert das, und wenn da sich Nester von neuen Infektionen ergeben, dann greift man hier zielgenau zu und isoliert die, sodass also eine Quarantäne für ganze Städte oder die gesamte Volkswirtschaft vermieden wird. Das Urteil steht noch aus, wie das funktioniert hat, aber sagen wir mal, am
Das ist hier bis zum 7. März, diese Grafiken. Da sieht man, dass in Südkorea doch zumindest dieser exponentielle Verlauf, der in anderen Ländern zu beobachten ist, nicht mehr da ist, sondern dass hier ein Knick ist und dass es gelungen ist, die Zunahme der Fallzahlen, jedenfalls die prozentuale Wachstumsrate, zu verlangsamen. Ob das jetzt schon dazu führt, dass das Land die Krise im Griff hat, weiß ich nicht. Was macht der Westen? Der Westen hat erst gedacht, das geht ihn gar nichts an, weil es ist irgendwie ein asiatisches Problem. Wir hatten das bei SARS auch schon mal alles 2003 und da war viel Aufregung und nachher war gar nichts. Das lag daran, dass die Asiaten halt das Virus totgetreten haben vor Ort und die Welt vor einer Ansteckung bewahrt haben, was aber diesmal nicht gelungen ist. Aus den Gründen, die ich vorhin erläutert habe, ging das in Europa massiv, vor allem in Italien, los. Und inzwischen ist in Italien das gesamte Land unter Quarantäne gestellt worden. Die Leute dürfen sich nicht mehr bewegen, außer zur Arbeitsstätte. Sie dürfen schon noch arbeiten. Dann müssen sie aber einen selbst erklärten Schrieb mitbringen der Polizei, die sie unterwegs anhält, was sie jetzt tun. Und den geben sie dann ab. Und dann dürfen sie passieren. Läden, Restaurants, Schulen und Universitäten sind schon lange zu. Aber das ist schon eine rabiate Maßnahme. Wer keinen triftigen Grund hat, darf die Wohnung, das Haus nicht verlassen und sich nicht im öffentlichen Raum aufhalten. Italien geht es wirklich sehr schlecht und ich werde darauf noch zurückkommen. Wir müssen uns wirklich kümmern und sorgen um unsere italienischen Nachbarn. Österreich hat inzwischen die Grenze schon lange zu Italien geschlossen und auch ist es gefolgt, indem Läden, Restaurants, Schulen und Universitäten geschlossen wurden. Allerdings gibt es noch kein Ausgehverbot, so wie in Italien. Spanien ist ähnlich wie Italien, hat auch ein Ausgehverbot erlassen. Eine Notstandsgesetzgebung wurde aktiviert. Und in Frankreich ist es noch etwas verhaltener. Präsident Macron hat am Wochenende die Restaurants geschlossen und auch Versammlungsstätten für junge Leute geschlossen und so weiter, was also als sehr starker Eingriff in die Freiheit empfunden wurde. Aber er geht rabiat vor, noch nicht ganz auf dem spanischen oder italienischen Niveau. Osteuropa und Dänemark, die sehen die Gefahr aus Deutschland kommen und haben die Grenzen zu Deutschland geschlossen. Also alle unsere Ostgrenzen und die Nordgrenzen sind geschlossen worden aus Angst vor der Übertragung des Virus durch die Deutschen. Und Deutschland hat inzwischen die Schulen und Universitäten zugemacht und ansonsten gibt es viele Appelle an die freiwillige Vorsicht. In Bayern sind seit heute allerdings auch die normalen Geschäfte geschlossen, nur noch die Lebensmittelversorgung und die Apotheken sind verfügbar. Und Deutschland hat nun seinerseits die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Dänemark und der Schweiz geschlossen, wo man sich fragen kann, was das soll, wenn dort die Fallzahlen auch nicht höher sind als in Deutschland. Das Urteil darüber, wer hier das Richtige tut, das steht noch aus und dafür ist es natürlich viel zu früh. Die USA, die erst glaubten, überhaupt nicht betroffen zu sein, haben Todeszahlen, Letalitätszahlen, die sind den Deutschen anteilig zur Bevölkerung vergleichbar, das habe ich vorhin gezeigt. Und Präsident Trump hat inzwischen den nationalen Notstand ausgerufen und ein riesiges Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht. Das ist noch nicht verabschiedet, aber er will den Leuten Geld in die Hand drücken. Ich frage mich, warum? Damit sie in die Läden gehen und anschließend sich anstecken. Irgendwie ist das diskutierbar. Die Bundesrepublik stellt sich auf den Standpunkt, dass man die Seuche nicht abschließend bekämpfen kann, sondern man kann sie nur verzögern. Vielleicht, und das sagen ja führende Epidemiologen, hätte man, wenn man schon im Januar agiert hätte, die Seuche als solche verhindern können, aber dafür sei es jetzt zu spät. Die Logik ist die folgende. Wenn wir uns hier mal anschauen,
ein Diagramm, wo die Fallzahlen in der Senkrechten stehen und die Zahl der Intensivbetten in der Horizontalen. Dann haben wir, wenn wir nichts tun, einen solchen ähnlichen Verlauf der Infektionen zu befürchten. Und viele Infektionen sind mehr, als wir an Bettenkapazität haben. Also das sind die harten Infektionen, die wirklich schließlich Intensivstationsbetten brauchen, nicht die Gesamtzahl. Es ist im Übrigen nur eine schematische Kurve und nicht etwa eine numerisch im Einzelnen belegte Kurve, sondern nur der Gedanke als solcher soll verdeutlicht werden. Was man jetzt versucht, ist, durch die verschiedenen Quarantänemaßnahmen diesen Anstieg der Infektionen zu verlangsamen und die ganze Kurve nach rechts zu drücken und möglichst auch nach unten. Gleichzeitig will man die Zahl der Intensivstationsbetten vergrößern. Ob das gelingt und in welchem Umfang, weiß ich nicht, aber man möchte also diese Krankenhauskapazität hier nach oben schieben. Also so ungefähr sieht das aus. Und dann würde man hoffen, dass durch die Quarantänemaßnahmen im Laufe der Zeit diese Kurve nach unten und nach rechts geschoben werden kann, sodass zum Schluss sich die Sache totläuft. Ja, wir müssen das hoffen. Wir müssen auch hoffen auf einen Impfstoff. Das wird alles noch die Zukunft zeigen, wie weit wir damit kommen. Das Problem ist freilich, die Seuche kehrt nach dieser Bundestagsstudie, die ich Ihnen genannt habe, in Wellen zurück. Einmal, weil sich Mutanten entwickeln, dieses Coronavirus, gegen die man dann nicht mehr immun ist, auch wenn man das erste Mal erkrankt ist. Und zweitens auch, weil die Bevölkerung in der zweiten Welle die Prävention vernachlässigt. In der ersten Welle, in der wir jetzt sind, ist jeder noch alarmiert und strengt sich an. Dann kommt vielleicht der Sommer und der Herbst und dann denkt man, man ist durch und man ist dann doch nicht durch. Solche Gefahren werden dort beschrieben. Wenn es so ist, dass die Seuche uns längerfristig beschäftigt und da war von 3 Jahren die Rede, bis also ein Impfstoff da ist, dann müssen wir uns auf eine schwierige Zeit, sehr schwierige Zeit einstellen. Die Hoffnung ist aber, dass man jetzt, da es ja ein weltweites Problem ist, rabiater vorgeht und ich höre, die ersten Impfstoffe sind schon in der Testphase. Man findet Freiwillige, die sich impfen lassen und vielleicht geht es dieses Jahr ja viel schneller. Auch Deutschland hat ja hier Unternehmen, die auf diesem Bereich tätig sind. So viel also zum epidemiologischen Hintergrund. Jetzt möchte ich über die wirtschaftlichen Auswirkungen reden. Und damit wir das verstehen, kurz ein Blick auf die Wirtschaft vor der Krise. Also, ich greife mal ganz kurz zurück auf die Zeit bis Willy Brandt. Seitdem stieg ja die Arbeitslosigkeit in Wellen. Da hatten wir ein Riesenproblem, das war so ein linearer Trend. Alle 10 Jahre nahm die Arbeitslosigkeit zu. Dann kam die Agenda 2010 mit Reformen, die uns überhaupt nicht geschmeckt haben, vielen nicht, die Schröder das Amt kosteten. Und sie haben aber doch irgendwie eine Trendwende herbeigeführt. Wir haben inzwischen in Westdeutschland, Ostdeutschland kann man ja nicht hier vergleichen, weil die waren ja damals noch in der DDR, sehr viel weniger Arbeitslose, als man es sonst hätte erwarten können. Das sind gegenüber dem letzten Boom in der Dotcom-Blase des Jahres 2000 immerhin 670.000 weniger und gegenüber dem Trend sind sogar 2 Millionen weniger. Also es lief doch sehr, sehr gut die letzten Jahre ab etwa 2005, als die Agenda 2010 wirkte. Kausalität, ich glaube, da gibt es eine, aber darüber kann man diskutieren. Auf jeden Fall ist das der Trend. Doch dann kam der Abschwung. Der Abschwung durch eine zuletzt schwache Weltkonjunktur, durch die Drohungen, die Trump ausgesprochen hatte, die also auch Hersteller veranlasst haben, ihre Produktion nach Amerika zu verlagern, um also dieser Handelsbeschränkung, die er angedroht hat, zu entgehen. Dann gab es den Brexit mit der Zerstörung von Liefergeflechten zwischen Unternehmen. Und nicht zu vergessen auch die Maßnahmen der Energiewende, der Doppelausstieg aus Atomkraft und Kohle, der hier angekündigt ist, ist nun keine Maßnahme, die den Standort attraktiv macht. Auch das hat zu einem Attentismus bei den Investitionen geführt. Dann auch die CO2
Verordnung, nicht Richtlinie, Verordnung, die die EU beschlossen hat, wonach also die Autos mit sehr viel weniger Sprit fahren müssen in der Zukunft, das den deutschen Herstellern hier besonders zusetzt. Der Dieselskandal, der mit den Stäuben zu tun hatte, Fahrverbote, diese ganze Verunsicherung hat der Automobilindustrie zugesetzt und die Absatzzahlen in Deutschland sind eben deutlich zurückgegangen und das hat durchgeschlagen auf die Gesamtindustrie. Der IFO-Geschäftsklimaindex, der, wie glaube ich, kein anderer Frühindikator misst, was wirklich los ist, weil da 7000 Unternehmen oder mehr inzwischen jeden Monat befragt werden, zeigt am aktuellen Rand einen deutlichen Rückgang. Links dieser starke Einbruch, das ist die Lehman-Krise. Das haben wir noch nicht, jedenfalls noch nicht, solange die Aufzeichnungen sind. Es ist kein Datenpunkt dabei nach der Corona-Krise. Das ist alles noch vor der Corona-Krise. Und dann haben wir auch hier entsprechende Geschäftserwartungen, die aber doch zeigen, dass am aktuellen Rand wir eine Abschwächung haben, die vergleichbar ist zu der Abschwächung des Jahres 2011. Es ist noch nicht dramatisch. Aber von einer Hochkonjunktur konnte jetzt auch schon nicht mehr die Rede sein, insbesondere weil die Industrie seit 2018 in der Rezession ist. Das sehen Sie hier am rechten Bildrand. Das Maximum der Industrieproduktion wurde im Sommer 2018 erreicht und seitdem haben wir schon eine deutliche, starke Rezession. Nicht so stark wie die Lehman-Rezession in der Bildmitte, aber immerhin. Und eben auch stärker als unsere vergleichbaren deutschsprachigen Nachbarländer Österreich oder die Schweiz, die von dieser speziellen Rezession in der deutschen Industrie nicht betroffen zu sein scheint. Der Bau hielt sich noch prächtig. Allerdings sieht man hier, dass bei der Beurteilung des Auftragsbestandes freischaffender Architekten, das ist auch eine IFO-Zahl, eine gewisse Abflachung schon im Jahre 2019 zu verzeichnen war, was also darauf hindeutet, dass 2020 nicht mehr gebaut wird als 2019. In dieser Zeit der Krise, seit der Lehman-Krise, hat die Europäische Zentralbank sehr stark die Zinsen verringert, um die Wirtschaft auf Schwung zu bringen. Aber sie war nicht die erste, die mit dieser Nullzins- und Negativzinspolitik begonnen hat. Die ersten waren die Japaner, denn die japanische Wirtschaftsblase platzte im Jahre 1990. Damals war Tokio so viel wert, dass man ganz Kanada dafür hätte kaufen können und plötzlich kriegten die Immobilienfirmen keine Kredite mehr und die Immobilienpreise rutschten in den Keller. Die Zentralbank reagierte durch eine rabiate Zinssenkung in vielen Schritten im Laufe dieses Jahrzehnts. Links im Bild ist 1990 und am Ende des Jahrzehnts war man praktisch bei Null angekommen und hat seitdem Null Zinsen. Diesem Muster folgten dann auch andere. Die Amerikaner, die längere Zeit noch hohe Zinsen hatten, sind in der Lehman-Krise ab 2008 auch praktisch bei einem Nullzinsniveau. Dann schien der Aufschwung der letzten Jahre doch wieder höhere Zinsen zu rechtfertigen. Aber am aktuellen Rand wegen der Corona-Krise sind wir jetzt auch praktisch wieder bei Null. Und die Europäer, die haben ebenfalls ihre Zinsen sukzessive gesenkt und beim Hauptrefinanzierungssatz, es gibt noch andere Politikzinssätze, sind wir bei Null, andere sind negativ, da komme ich noch dazu. Woran lag das? Es könnte sein, dass die Welt zu viel spart, die Leute älter werden und dann zurücklegen wollen und dann gibt es halt ein Überangebot an Krediten auf den Märkten. Es kann aber auch sein, dass die Zentralbanken der Welt einfach nur wettbewerblich sich Vorteile verschaffen wollten, indem sie ihre Zinsen gesenkt haben, weil sie wussten, dass das zu einer Abwertung der Währung führt. Es führt dann zu einem Exportboom. Jedenfalls solange die anderen stillhalten, aber die anderen halten nicht still und die machen das auch und senken die Zinsen auch, um ihre Währung abzuwerten. Und letztlich fallen dann nur alle Zinsen und man erzielt gar keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Wir hatten sowas schon mal in der Geschichte. Hier sind die Zinsen
die wir hatten seit 1860, verschiedene Arten. Das hat hier jemand zusammengestellt. Ich habe das ja nur hier kopiert. Es stammt aus dem Wall Street Journal. Sie sehen hier zwei Phasen, wo die Zinsen null sind. Das sind einmal die 30er Jahre und dann sind es jetzt die letzten 10 Jahre. Damals hatten wir eine Politik der wettbewerblichen Zinssenkungen, auch auf der ganzen Welt. Da entstand dieser Begriff des Beggar thy neighbor. Das heißt also, bettle deinen Nachbarn an, indem du einfach versuchst, durch Zinssenkungen deine Währung abzuwerten. Das ist aber ein Nullsummenspiel und davon haben alle zusammen nichts. Und ich glaube, das ist auch jetzt hier in den letzten Jahren in der Welt passiert. Man kann nicht eine einzelne Notenbank, schon gar nicht die EZB, speziell dafür verantwortlich machen, das will ich nicht, aber es sind die Notenbanken in ihrer Gesamtheit. Die EZB ist allerdings in die Vollen gegangen. Wir haben, oh, da oben ist ein Tippfehler, angesichts der Eile bitte ich das zu verzeihen, wir haben heute Zinsen bei der Einlagefazilität von minus 0,5%. Das heißt, wenn Banken ein Depositum bei der Zentralbank haben, ihrer Zentralbank, der Bundesbank oder Banca d'Italia, dann sind die Zinsen negativ bei minus 0,5%. Und die Zinsen auf dem Interbankenmarkt, die wir hier sehen, folgten dem. Man hat beobachtet jetzt, dass die Leute ins Bargeld geflüchtet sind, um den negativen Zinsen auszuweichen. Und dann hat man nach meiner Interpretation versucht, das Bargeld halt unattraktiver zu machen, indem man die großen Scheine beseitigt hat. Gut, aber jetzt kommt der Crash. Mit Corona kommt der Crash und die Aktienkurse sind seit letzter Woche hier dramatisch in den Keller gegangen. Wollen wir uns das mal anschauen? Das sind verschiedene Kurse. Ich zeige Ihnen den Dow Jones Industrials hier. Sie sehen am rechten Bildrand schießt das senkrecht oder fällt das senkrecht nach unten und hier der DAX, der sich lange Zeit ähnlich auch entwickelt hat, fällt hier auch geradezu ab. Es ist nicht so ungewöhnlich. Wir haben also solche Krisen schon vorher gehabt. Wenn Sie nur mal denken an die Dotcom-Blase, wo die Deutschen ihr Geld in neue elektronische Fabriken investiert, also Denkfabriken investiert haben und andere schöne Dinge. Das ging ja auch schief. Hier haben wir einen Kurseinbruch von in der Spitze 73% gehabt. Das war schon massiv, gut verteilt über 3 Jahre. Dann hier die Lehman-Krise im Jahre 2008. Mit 55% Kursverlust und jetzt hier die Corona-Krise mit 37%. Das ist aber bis Montag dieser Woche, ja, vor 2 Tagen. Und jetzt ist das möglicherweise noch nicht das Ende, denn wir sind ja mitten in dieser Entwicklung drin. Was auffällt, ist, so steil nach unten und so schnell ging es eigentlich bei früheren Krisen nicht. Wir hatten auch 87 eine Krise, wo die Kurse sehr stark eingebrochen sind, weil die Amerikaner dann eine Änderung ihrer Steuerpolitik vorgenommen haben. Das ist meine Interpretation, wo das Investieren nicht mehr so attraktiv wurde, dann fielen die Zinsen. Aber normalerweise würde es die Kurse hochtreiben, aber wenn die Firmen keine Gewinne mehr sehen beim Investieren, dann ist das für sich genommen etwas, was dann die Kurse runtertrieb. Das sind vergleichbare Effekte. Heute haben wir eine ganz besondere Krise. Bei den anderen Krisen waren es immer nur Finanzkrisen und die Kapitalmärkte funktionierten nicht mehr, die Gläubiger waren nicht mehr bereit, ihr Geld irgendwelchen Investoren als Schuldner zu geben, weil sie dachten, sie kriegen das nicht mehr wieder. Das haben wir heute zwar auch, aber die Corona-Krise ist letztlich von einer ganz anderen Natur. Sie hat 2 Hauptprobleme. Erstmal brechen die Lieferketten zusammen. Die deutschen Firmen zum Beispiel wollen produzieren, kriegen aber aus dem Ausland keine Lieferungen mehr, weil dort die Firmen unter Quarantäne sind. Die chinesischen Lieferungen nach Deutschland sind weg. Das ist ein Thema bei der Automobilindustrie, komme ich noch dazu.
Und dann werden ja auch bei uns die Kunden weggesperrt. Ja? Sie sollen ja gar nicht in die Läden gehen, weil die Läden zu sind. Sie sollen zu Hause bleiben. Es ist also quasi ein wirtschaftliches Transaktionsverbot ausgesprochen worden von den Epidemiologen und der Politik, die richtigerweise hier auf sie hört. Und das ist ganz, ganz anders. Da weiß man auch gar nicht richtig, wie man drauf reagieren soll. Die ersten Zeichen dafür, wie das die Weltwirtschaft trifft, sehen wir in China. Die Wirtschaftstätigkeit in China im Vergleich zum Vorjahr ist bei der Industrieproduktion bereits um 13,5% eingebrochen. Das sind Bloomberg-Zahlen. Und die Einzelhandelsumsätze sind um 20% eingebrochen. Das in China, ein Land, wo wir ja ewig und drei Tage Wachstum immer von 6 oder mehr oder 8% beobachtet haben. Und jetzt gibt China unumwunden zu, dass es schrumpft. Und wenn China schrumpft als eine Volkswirtschaft, die knapp 20% des Weltsozialproduktes hat, dann hat das so oder so auch dramatische konjunkturelle Implikationen für den Rest der Welt. Wie ist es denn in Deutschland? Welche Branchen sind hier betroffen? Das IFO-Institut hat gerade eine neue Studie veröffentlicht, eine Umfrage, die nun nach der Corona-Krise hier durchgeführt wurde. Welche Branchen beklagen, dass sie Schwierigkeiten haben, die negative Auswirkungen spüren? Schauen wir uns das mal an. Ganz oben stehen natürlich die Reisebüros, die Reiseveranstalter, das Gastgewerbe. Die Restaurants sind leer und keiner traut sich mehr, eine Reise zu machen, zumal ja gar nicht klar ist, ob er wieder nach Hause kann. Jetzt im Moment macht die Bundesregierung hier eine Anstrengung, die im Ausland gestrandeten Touristen zurückzuholen. Dann haben wir hier zum Beispiel die Herstellung von elektronischen Ausrüstungen. Das ist auch insofern wichtig, als diese Hersteller die Komponenten in aller Regel zu großem Teil aus China beziehen. Und in China stehen die Fabriken still und es wird nicht mehr geliefert, also sind sie direkt betroffen. Der Maschinenbau ist aus ähnlichem Grunde sehr stark betroffen. Er kriegt auch keine neuen Aufträge aus China, aber er braucht eben für seine Maschinen auch Steuerungselemente aus China. Es geht in beide Richtungen. Und bei den Autos ist es ja auch so. Das sind dann deutsche Autos, aber der Wertschöpfungsanteil, der im Ausland liegt und hier auch eben zum Teil in China, ist erheblich. Das betrifft die Elektronik, das betrifft auch Achsenelemente, das betrifft alles Mögliche, was hier eingebaut wird aus China. Und das ist der Grund dafür, dass VW, Daimler und Opel diese Woche erklärt haben, dass sie nun ihre Werke schließen müssen. BMW hatte vor 14 Tagen gesagt, sie hätten noch für 3 Wochen Lagerbestände, aber die dritte Woche ist ja auch bald da. Ich weiß nicht, was hier wird. Und wenig betroffen unten sind natürlich andere Bereiche, wo es trivial ist. Grundstücks- und Wohnungswesen hat natürlich mit dieser Krise nichts zu tun. Wohl denen, die da also in diesen Sektoren unterwegs sind. Ja, das ist jetzt die Bestandsaufnahme. Jetzt lassen Sie mich zu den ökonomischen Schlussfolgerungen kommen. Das ist natürlich subjektiv zum Teil. Andere Ökonomen mögen vielleicht andere Schwerpunkte setzen. Aber hier ist also meine Quintessenz aus dem, was passiert ist. Die Weltwirtschaft litt also schon vor der Corona-Krise unter einer massiven Schwächephase, die jetzt leider eben durch diese Krise noch verstärkt worden ist. Deutschlands Industrie ist seit dem Sommer 2018 in der Rezession, auch wegen der umweltpolitischen Auflagen, die die Automobilfirmen ja gar nicht erfüllen konnten. Die Corona-Krise hat einen der größten Börsencrashs der Nachkriegszeit erzeugt und wir sind mitten in diesem Crash. Wenn ich wüsste, was jetzt passiert, wäre ich steinreich. Ich weiß es auch nicht, aber ich sehe jetzt nicht, wo die große Beruhigung herkommen soll. Die Weltwirtschaft wird zurzeit durch die Quarantänemaßnahmen massiv abgedrosselt. Es ist natürlich das Ergebnis des Coronavirus, aber es ist eben auch die notwendige Konsequenz der Maßnahmen, die zur Eindämmung des Virus hier erforderlich sind. Es wird auf jeden Fall
in den wichtigen Ländern der Welt eine massive Rezession geben, also mit negativen Wachstumsraten. Es gibt Ökonomen, die glauben, das würde eine Depression, die an das Jahr 1929 erinnert. Also es hängt jetzt sehr viel davon ab, wie schnell dieses Virus bekämpft wird und wie schnell die Wirtschaft wieder durchstartet. An und für sich ist sie ja intakt, an und für sich könnte ja alles weitergehen, wenn nur wir endlich es schaffen würden, diese Plage loszuwerden. Klassische Konjunktur und Geldpolitik, ich deutete das im Zusammenhang mit Trump schon an, ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Also was soll das wirklich, wenn der Trump jedem Amerikaner einen Scheck in die Hand geben will, dass er shopping geht? Er soll nicht shopping gehen, er soll zu Hause bleiben und er soll keinen Kontakt haben mit den anderen. Es ist nicht nur so, dass diese Nachfragepolitik nichts bringt, sondern sie ist ja geradezu medizinisch kontraproduktiv. Also das überzeugt mich jetzt nicht wirklich. Gleichwohl müssen wir was machen. Ich plädiere jetzt nicht für Lethargie. Die Firmen, die in Schwierigkeiten kommen wegen der Corona-Krise und wegen der Quarantänemaßnahmen, die der Staat verhängt, die sind ja im Prinzip intakt und die sollten ja dann weiter starten. Aber vielleicht haben sie das finanzielle Polster nicht, um diese Krise durchzustehen. Denen muss man helfen. Deswegen finde ich es richtig, dass die Bundesregierung hier ein massives Programm, es ist die Rede von 500 Milliarden Euro, aufgelegt hat, um tatsächlich das Zusammenbrechen von Firmen zu verhindern. Es gibt auch Bürgschaften, das könnte man auch ausweiten, wenn der Staat sagt, ich bürge dafür, dass du einen Kredit kriegst, dann gibt die Bank nämlich auch einen Kredit. Es ist ja nicht so, dass wir eine Liquiditätskrise haben, wie häufig gesagt wird. Wir haben eine Insolvenzkrise. Die Firmen gehen pleite, nicht? Sie würden, wenn sie die Bonität hätten, jeden Kredit kriegen. Aber die Banken glauben halt nicht, dass sie die haben, weil sie den Konkurs befürchten. Also, nun gut, es ist vielleicht ein Stück Semantik, aber ich würde eher sagen, das ist eine Solvenzkrise. Und dagegen müsste der Staat nun ausnahmsweise auch etwas tun, wo man normalerweise sagt, er soll nur bei Liquiditätskrisen tätig werden. Und vielleicht auch Verstaatlichung. Das Wort ist gefallen. Und einem liberalen Ökonomen fällt es sehr schwer, darüber zu reden. Aber wir hatten sowas schon mal 2008, wir hatten das in Schweden 1990, da gingen die Banken unter, die drohten wirklich zu zerbrechen und das Finanzsystem drohte zu kollabieren. Also musste man die Banken retten. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn sie retten wollen. Sie geben den Banken Geld, dass sie über die Runden kommen und A, sie schenken das Geld und B, sie kriegen dafür wenigstens Aktien. Das ist eine Teilverstaatlichung. Und ich glaube, eine solche Teilverstaatlichung ist viel besser, als es sich anhört, weil die öffentliche Hand das Geld jetzt nicht verschenkt, sondern weil sie auch ein Miteigentumsrecht an den Unternehmen bekommt, denen sie hilft. Die Schweden haben das so gemacht und es war ein sehr großer Erfolg, hat auch gar nichts gekostet. Im Nachhinein konnte man nämlich diese Anteile des Staates an den schwedischen Banken wieder am Markt verkaufen, als die Krise überwunden war. Also das sollte man erwägen. Und dann das Kurzarbeitergeld. Deutschland ist ja hier Vorreiter. Wir haben 2008 dieses Instrument entwickelt und ich bin stolz, dass wir einen Finanzminister haben, der damals Arbeitsminister war und das damals hat machen können. Die Expertise ist da. Wir wissen genau, wie das funktioniert. Das Gesetz wurde auch nicht abgeschafft. Es wurde jetzt noch verbessert und erleichtert, den Zugang zu bekommen. Das ist das richtige Mittel. Bevor man die Leute also in die Arbeitslosigkeit gehen lässt und dort sie als Arbeitslose bezahlt, dann kann man sie auch gleich im Unternehmen halten und zu einer verringerten Beschäftigung zu veranlassen und dann den Ausfall bezahlen. Das wird für den Staat nicht teurer, als wenn man die Arbeitslosigkeit sich entstehen lässt, vielleicht sogar billiger.
und es hält die Unternehmen intakt. Es zerstört nicht die Belegschaften, sondern da es ein temporäres Problem ist, kommt man durch. Wir haben das 2008 sehr gut gemacht und haben 2009 früher den Start in ein neues Wirtschaftswachstum gekriegt als andere Länder. Dies ist das Modell, das die Welt wiederholen sollte. Ob die Amerikaner das machen, weiß ich nicht. Die haben ja keine normale Arbeitslosenversicherung. Die Italiener haben auch keine. Und da tun sie sich schwer, so ein Kurzarbeitergeld einzuführen, weil das ja echt zusätzliche Kosten sind im Vergleich zu Deutschland, wo es keine zusätzlichen Kosten sind. Jedenfalls nicht im Vergleich zum Differentialszenarium, Referenzszenario mit viel Arbeitslosigkeit, die auch sehr teuer wird. Homeoffice wird von den Politikern empfohlen und viele Unternehmen machen das. Das ist auch gut, dann kann man sich auch nicht anstecken, aber viele Bereiche eignen sich ja nicht dafür. Das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Ich kenne aber Beispiele von Unternehmen, wo es dann quasi so ist, dass die Mitarbeiter Homeoffice machen wollen, obwohl es den Betriebsfluss eigentlich, erfordern würde, dass sie anwesend sind. Aber moralisch kann man nicht dagegen vorgehen, wenn die Politik Homeoffice verordnet oder empfiehlt. Die Leute wollen dann gar nicht in die Kurzarbeit gehen. Warum sollen sie das tun? Da kriegen sie ja etwas weniger Geld. Mehr als wenn sie arbeitslos werden, aber etwas weniger Geld. Da müsste sich die Politik vielleicht noch mal was überlegen, um eine Art von Kombination aus Kurzarbeitergeld und Homeoffice-Bezahlung zu realisieren. Denn die Firmen können das nicht. Die Firmen gehen uns wirklich pleite, wenn wir glauben, sie könnten das alles bezahlen, ohne dass richtig produziert wird. Und noch dazu denken wir nicht, dass der Staat nun alles retten kann. Das ist zwar gut, dass er hier Konjunkturpolitik macht, also in der neuen Form, dass er auch Optimismus verbreitet, aber der Staat kann die Wirtschaft nicht retten, denn der Staat lebt von der Wirtschaft und nur durch die Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, hat der Staat keine Steuern und kann seine Beamten nicht bezahlen, dann funktioniert auch nichts mehr. Also wer hier wen trägt, ist noch die Frage. Ich denke mal, die Realwirtschaft trägt den Staat und nicht umgekehrt. Und insofern sind die Möglichkeiten des Staates hier beschränkt. Auf europäischer Ebene wird jetzt über Corona-Bonds nachgedacht. Das sind also letztlich Euro-Bonds, die in Gemeinschaftshaftung ausgegeben werden, um allen Ländern da irgendwie Mittel zur Verfügung zu stellen. Es wird ein europäisches Budget wieder mal gefordert von den Franzosen, obwohl das ja nun lange abgelehnt worden ist. Man will eine gemeinsame Einlagenversicherung für die Banken und. All diese Vergemeinschaftungsaktionen, die schon gefordert wurden und die sich zu den Vergemeinschaftungsaktionen hinzugesellen, die wir ja im Zuge des OMT-Programms, da kommt nächste Woche ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, auch zu dieser Asset-Kauf-Programmatik, die wir da alles schon hatten. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Diejenigen, die ihre Programme bislang nicht durchkriegten, wollen jetzt die Gunst der Stunde benutzen, um sie durchzupushen. Ich habe von grüner Seite gehört, jetzt wollen sie noch mehr Klimaschutz in der Corona-Krise. Das kann ja wohl nicht wahr sein, denn das kostet alles sehr viel Geld. Wir haben andere Sorgen im Moment. Die Befürchtung ist auch, wenn man also jetzt Gemeinschaftspapiere ausgibt, zum Beispiel über den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, dass die ja dann eine Art von Eurobond sind, dass anschließend die Europäische Zentralbank diese Papiere mit frisch gedrucktem Geld kauft. Das hat sie aber jetzt schon im Übermaß in den vergangenen 10 Jahren getan. Wir schwimmen bereits in Geld. Es ist viel zu viel Geld in Umlauf. Das hat noch nicht zur Inflation geführt, aus verschiedenen Gründen, die ich hier nicht erläutern will. Aber wenn sie jetzt die Wirtschaftstätigkeit auch noch eingedampft wird und es ist noch mehr Geld da, dann wird irgendwas passieren. Wenn die Inflation stattfindet, dann sind die Schuldner ihre Schulden los. Und wenn keine Inflation stattfindet, wird es andere Möglichkeiten geben,
um diesen Geldüberhang zu beseitigen. Und der ist nicht nur so schön. Es ist schon die Rede davon, eben tatsächlich auch auf Bargeld negative Zinsen einzuführen. Das würde dann so gehen, dass es ein elektronisches Zentralbankgeld hat, das jeder mit einer Karte verfügbar hat. Da kann man dann negativ Zinsen draufsetzen. Und dann würden die Leute zwar in Bargeld flüchten wollen, aber damit sie das nicht tun, soll dann das Bargeld gegenüber dem elektronischen Zentralbankgeld abgewertet werden jedes Jahr. Also das ist ja fast dasselbe wie eine Vernichtung von Vermögens- und Geldwerten durch Inflation. Solche politischen Prozesse, und das sage ich hier in allem Ernst, sind die Konsequenz einer groß angelegten Vergemeinschaftungsaktion über Euro-Bonds mit dem Namen Corona-Bonds und ähnlichen Dingen. Bloß nicht. Das ist nicht der Weg. Das heißt nicht, dass ich nicht helfen will. Ich bin schon der Meinung, wir müssen Solidarität mit den anderen Ländern üben. Aber das darf kein institutionalisierter Leistungsmechanismus sein, der der Kontrolle des deutschen Staates und der Steuerzahler damit entzogen ist und quasi einen Rechtsanspruch begründet, sondern es müssen unilaterale Maßnahmen der Hilfe sein. Warum gehen wir nicht so vor, dass wir unseren bedrängten italienischen Nachbarn jetzt einmal helfen durch ein großzügiges Geschenk? Nicht? Frau Merkel, der Bundestag könnte sagen, Deutschland schenkt Italien 20 Milliarden Euro. Kommt vielen als Riesensumme vor, aber angesichts der Summe, um die es geht, ist das was ganz anderes. Die Chinesen schicken Personal, das können wir nicht, um die Krise zu bekämpfen. Aber wir könnten ein Zeichen der Solidarität mit Italien setzen, indem wir es schenken. Und bitte nicht über die EU, sondern Deutschland als Staat fühlt sich seinem Nachbarn gegenüber verantwortlich und schenkt dieses Geld, wie man es eben gegenüber Freunden auch mal tut. Ja, ist was ganz anderes als einen dauerhaften Rechtsanspruch zu begründen durch irgendwelche Mechanismen, wie sie da im Raume stehen. Denn die Krise ist ja auch irgendwann vorbei. Und wenn man das mal einmal einführt, wird man das nie wieder los. Zum Langfristigen. Einige sagen, ja, die Krise zeigt doch, dass diese ganze Globalisierung eine Riesengefahr ist für die Welt. Wir haben es viel zu weit getrieben. Punktuell würde ich ja zustimmen, aber so allgemein ja nicht. Denn es ist ja nicht die Globalisierung des Güterhandels, die SARS oder Corona nach Europa gebracht hat, sondern es sind die Kontakte der Menschen. Das ist ein anderes Thema. Man soll nicht alles in einen Topf werfen. Die Globalisierung des Güterhandels ist nicht schädlich. Denn wenn wir keinen globalisierten Handel hätten, sondern alles nur selber produzieren würden, auch die Vorleistungen, dann wären wir erstmal natürlich arm, weil wir keine Arbeitsteilung hätten, dann wäre das Virus gleichwohl nach Europa gekommen, wenn wir Personenfreizügigkeit hätten. Nicht? Ich würde also nichts unternehmen gegen die Globalisierung des Güterhandels. Ich kann mir auch Krisen vorstellen, die auf ein Land beschränkt sind, wo man froh ist, wenn man also ein Liefergeflecht mit dem Rest der Welt hat, wo man dann Versorgungsengpässe im Inneren überwinden kann. Also es hieße hier, das Kind mit dem Bade auszuschütten, wollte man den Freihandel begrenzen wollen. Richtig aber ist es, darüber nachzudenken, ob nicht sicherheitsrelevante Teile der Pharmaindustrie vielleicht im Lande gehalten werden sollten. Nicht? Wir haben jetzt das Thema dieser Firma CureVac aus Tübingen, die also da weit ist bei den Impfstoffen. Trump hat nach Auskunft der Bundesregierung, Minister Seehofer hat das ja zugestanden, versucht, diese Firma zu kaufen. Es wird jetzt zwar dementiert, aber weiß ja nicht, wer hier recht hat. Jedenfalls haben sie Interesse bekundet und das können wir uns nicht erlauben. Das können wir nicht zulassen, dass die Amerikaner uns hier solche Bereiche abkaufen, auch nicht die Chinesen und sonst wer. Der deutsche Staat muss ein Interesse daran haben, bestimmte relevante Firmen der Pharmaindustrie in Deutschland zu lassen. Wir haben früher sehr leichtfertig unsere große Arzneifirma Höchst, die genetisches Insulin hat herstellen können,
verkauft an die Franzosen. Und das war vielleicht auch ein Fehler, nicht? Also solche Dinge muss man auch versuchen im Lande zu halten, bloß weil es genetisch gemacht war. Damit sind aber sehr viele Menschenleben gerettet worden. Und heute findet diese Produktion nach wie vor in den alten Höchstwerken statt und eben nicht mehr unter deutschem Namen. Aber wenn es hart auf hart kommt, wer weiß, was da alles passiert. Und nochmal, die Krise kam nicht durch den Güterhandel, sondern durch den Menschenverkehr. Wenn wir irgendwie nachdenken müssen über die globalisierte Welt der Zukunft, dann müssen wir über das Thema Freizügigkeit beim Personenverkehr nachdenken. Ich will da jetzt kein abschließendes Urteil von mir geben, aber ich kann mir vorstellen, dass hier eine sinnvolle Diskussion einsetzt, um die Möglichkeiten und auch die Grenzen. Die Krise hat auch langfristig Implikationen für die Vorstellung, dass man die Autos abschaffen sollte. Das habe ich ja auch schon mal gehört. Die Grünen haben gesagt, nicht von der Spitze, aber aus dem Bereich, der Individualverkehr solle zurückgedrängt werden. Wir sollten alle mit der S-Bahn und mit der Bahn fahren, um Energie zu sparen. Ich glaube, das ist jetzt eine Diskussion von vorgestern. Denn die Leute haben erkannt, wie viel Freiheit ihnen das individuelle Auto gibt. Da können sie sich nicht anstecken. Also es geht zurück zum Individualverkehr, es geht zurück in die Fläche. Dieses dichtgepackte Wohnen in Wohnsilos, alle übereinander, ist der Gesundheit nicht unbedingt förderlich. Das ist, glaube ich, besser, da mehr Distanz zu üben. Aber nach all diesen Aussagen zum Ökonomischen möchte ich doch wieder zurückkommen auf die Hauptsache, die dürfen wir nicht vergessen. Und die Hauptsache ist die Bekämpfung der Krise. Wir müssen den Bestand an Beatmungsgeräten vervielfachen. Was wir da jetzt haben, reicht hinten und vorne nicht. Und das ist der entscheidende Unterschied, ob diese knapp 5% der Infizierten, die eine Intensivbehandlung brauchen, ob sie die kriegen oder nicht. Kriegen sie die nicht, das hat das chinesische Beispiel gezeigt, sterben sie zum großen Teil und kriegen sie sie, dann kann man 9 von 10 Patienten retten. Das ist halt der Punkt und deswegen brauchen wir Beatmungsgeräte. Wenn sie noch nicht genug da sind, müssen sie ganz, ganz schnell produziert werden mit allen Möglichkeiten, die hier bestehen. Und die Hoffnung ist, dass das Hinausschieben der Krise durch die Maßnahmen der Bundesregierung dann hinreichend viel Kapazität zur Verfügung stellt, wenn es nötig ist. Die Zahl der Intensivstationsbetten muss insgesamt ausgeweitet werden. Es ist auch daran zu denken, Lazarette und Behelfskrankenhäuser zu errichten, wie das andere getan haben. Deutschland fängt jetzt auch an, Bettenkapazität in Messehallen zur Verfügung zu stellen. Auch leere Hotels sind im Gespräch. Das ist alles sehr, sehr richtig, weil die Krankenhäuser es ja kaum schaffen werden. Masken müssen produziert werden. Das medizinische Personal muss sich schützen können als allererstes, denn sonst laufen die Leute weg und stellen sich der Verantwortung nicht mehr, wenn sie selber krank werden. Und wenn sie krank werden, dann nützt das ja auch nichts, dann stecken sie die Patienten ja eher an. Und wir sollten aus Korea lernen, testen, 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 ganz viel Testkapazität schaffen, um möglichst viele Infizierte zu identifizieren und sie dann gezielt in Quarantäne zu bringen. So kann man die Ausbreitung, glaube ich, noch reduzieren. Das folgt jedenfalls aus der einschlägigen Literatur. Und ich mache mich jetzt nur nicht anheischig als Ökonom, das letzte Urteil hier zu sprechen, aber meine Damen und Herren, Sie können mir glauben, dass ich jetzt sehr viel gelesen habe an einschlägigen epidemiologischen Studien zu dieser Frage. Und das ist dann ein Urteil, das ich hier gefunden habe, häufig. Und damit würde es aber ökonomisch, und das wäre der ökonomische Vorteil, gelingen, die Quarantänemaßnahmen zielgenauer zu machen, nicht? Statt grobschlächtig die ganze Ökonomie auf Null zu setzen, könnte man zielgenau jene Bereiche, wo Infektionsherde sich gebildet haben, in Quarantäne bringen
Und der wirtschaftliche Schaden wäre jedenfalls geringer und vielleicht wäre sogar die Wirksamkeit der medizinischen Maßnahmen größer. Und wir müssen mehr auf Sauberkeit achten. Also, wenn ich manchmal durch die deutschen Städte gehe und sehe, was da für Unrat verteilt ist, oh je, oh je. Es gibt schlimmere Stellen auf der Welt, das ist wohl wahr, aber es war auch schon mal viel besser. Das kann ich sagen als jemand, der schon ein bisschen älter ist als die meisten, die hier zuhören. Also man muss desinfizieren, man muss auf Sauberkeit achten, da muss eine große Kampagne gemacht werden. Öffentliche Handläufe müssen gesäubert werden regelmäßig, weil die Leute da ja anfassen und andere Infektionswege müssen bekämpft werden. Und dann nochmal die Erforschung von Impfstoffen und Medikamenten, das muss beschleunigt werden. Hier sind viele Firmen, die mit hoher Kompetenz ausgestattet sind auf der Welt, in China, in den USA, aber auch in Deutschland, in Frankreich, unterwegs. Es ist ein Wettbewerb um das Geschäft, gut, aber der Wettbewerb ist sehr, sehr heilsam, weil er eben den Erfolg uns näher bringt. Damit möchte ich diesen Vortrag in schwieriger Zeit beenden. Ich wünsche Ihnen alle, dass Sie gut durch diese Krise hindurchkommen. Vielen Dank.